Alles Klärchen wie im Märchen. Ich sag diesen Satz nie wieder, weil diese Ansage etwas nicht sehr cool war. Dafür werden wir natürlich direkt paralysiert zum Anfang des Parts. Nicht mal 10 Sekunden vorbei und direkt paralysiert. Unglaublich, dieser Spaghettitismus, was sie hier haben. Ja, Clan, wir greifen dem Elektroattacke an, nicht paralysiert. Ja, okay. Wir klatschen nochmal Metronom drauf und zwar nach einer Blockade, wie im Kampf davor, im Part davor. Und mich juckt irgendwie am Bein und ich weiß nicht warum. Ah. Ja, na klar! Und Clemens killt dich wieder selber! And the winner is Clemens! Hey, ja, Mann. So muss es sein, mein Freund. So muss es sein, mein Freund. Ja, Mann. Und Roselia ist gekillt. Und unser Wish ist in Erfüllung gegangen. Skandalös! Alter, ich habe voll vergessen, dass Musi Pussy und Appy Peppy ja voll die KP-Sauger-Aufladetypen sind. Psst, das hat er jetzt nicht gemacht. Alter, bin ich kaputt müde, Mann. Und Chinese. Ja, Kinder, kackt mich damit noch zusammen. Natürlich. Weil jetzt Moose Power auch voll mit einer KP-auffüllenden Attacke kommen wird. Ja, Mann. Ha, Rick James, Bitch, du hast nichts geschafft. Komm schon, Moosey. Und wir kochen auch eine KP-absaugende Attacke. Na klar. Wie wär's mit einer Feuerattacke, Moose Power? Und keine Pflanzenattacke auf Pflanzen? Ist wie wenn du versuchst, Wasser zu ertränken. Komm schon, das packen wir. Okay. Vielleicht nicht. Okay, das war's mit Moose Power. Dafür kommt jetzt der Boss. Was wirst du machen, wenn der Boss kommt? Alter, du kranke Misset! Scheiß Geburt, wie geil du doch bist, du Magen! Ohne Kack, Mann. Komm schon, Appy Peppy. Mach da einfach Flammenblitz. Komm, jetzt nochmal Lower Kanonade oder so. Fuck. Alter, wie geil ist das denn? Ja, Mann, Bone Club. Ja, wir schlafen ein. Now go to sleep, bitch. Stirb, Mutterficker, stirb. Mir ist kalt und ich hab Hunger. 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 Und Appy Peppy, wach jetzt doch, Dankeschön. Schlecht. Oh, mein Rülps riecht noch und schmeckt noch nach diesem Mohnkaffeestück, was ich in der Schule gegessen habe für 80 Cent. Und nochmal Pflanzenattacke auf den letzten Pokémon. Natürlich, versuch Wasser zu ertränken und Steine zu erschlagen. Na klar. Gott. Okay, der killt mich gerade. Warum schlafe ich schon wieder? Habe ich die Grassmuskel verpasst oder was? Komm schon. Aufgefüllt. Hardcore chillig. Alter, dieses Scheiß. Das ist so ein kleiner hässlicher blauer Fettsack, der Typ, gell? Ein scheiß Avatar. Komm her, ich knick dich jetzt weg. Und wir schlafen noch. Natürlich schlafen wir noch. Wach auf und kill den Typ doch. Ah, oh, komm schon. Nein! Das war unser Schicksal. Oh, guck mal, das überleben wir sogar noch, kann's sein? Nein, tun wir nicht. Wer hätte's gedacht? Tja. Das kann dann wohl das Ende gewesen sein. Vorausgesetzt, wir haben noch einen Beleber. Den wir auch haben, sogar 9 Stück. Haha, Rick James, Bitch. Das war wohl nix, mein Baby. Das war wohl nix, mein Baby. Du ziehst auch meinem VM1 kein Stück ab, Baby. La 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 la. Ich pimpse dir in deinen Popo-Popo-Arsch. La 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 la. Ja, Mann, chilliges Leben, komm schon, jetzt kill es! Oh, la, 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 la. Und jetzt bist du paralysiert. Fast gekillt, scheiße. Und nochmal, komm. Lalalalala. Haha, ging daneben.
Das ging daneben, mein Freund, jetzt kill diesen Typ doch. Dankeschön, wie kann man nur so verkorkst sein und nur Pflanzen und Elektroattacken auf Pflanzen-Pokémon zu machen? Bist doch bescheuert, Mann, ohne Kack. So, zack, 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 zack. Ravensburger Labyrinth. Zack, zack, zack. Trägt er eine Brille? Ist es Steffen? Ja, wer ist es? Komm schon. Ja, Mann, chillig. Alles klar, okay. Jetzt können wir erstmal. Alter, warum machst du die ganze Zeit? Nein! Drück ja! Men, 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 men. We hope you see you again, we hope we'll see you again. Okay. Ich weiß nicht, hab ich ein Fahrrad eigentlich? Ja, ich hab ein Fahrrad, aber das will ich nicht benutzen, weil es kacke ist. Okay. Jetzt können wir hier unendlich weiterlaufen. Nein, da will ich nicht hin. Ich gehe wieder meinen gewohnten Weg durch Ravensburger Labyrinth hier. Oh, 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 oh. Bin so kalt, wie der kalte Wind bläst, wenn es schneit und es minus 20 Grad ist. Okay, gleich sind wir irgendeiner coolen Stadt. Da können wir nicht lang. Ah, gleich sind wir in Scheideburg, Weideburg drinne, gell? Dann können wir auch. Ah, genau, guck mal, von der können wir. Da können wir noch nicht lang, weil da Stromausfall ist. Okay, zack. Gucken wir mal, was es hier gibt. Ja, Mann. B-Schlüssel gefunden. Wie ein Kack-Bungalow. Dann können wir jetzt der klatschten Frau hier hingeben. Der Blondine hier. Ja, okay. Und weil wir ihren Schlüssel gefunden haben, ohne den sie nicht in ihr Zuhause zurückkehren kann und somit auf der Straße leben muss, bekommen wir als Geschenk, erstmal Ignoration, bekommen wir einen scheiß Lava-Keks. Stell mal vor, jemand findet deinen Schlüssel. Du bist voll am Verzweifeln, du wirst schon so rausgeschmissen, weil du schon ein Jahr lang auf der Straße warst, weil du deinen scheiß Schlüssel nicht gefunden hast. Dann bringt er dir jemanden und du gibst ihm einfach einen Keks. Wie verkorkst kann man nur sein? Ganz ehrlich, ohne Kack. Ah komm, das sieht im Hund was auch noch, keine Ahnung, was es ist. Juhu! Rotes Stück, Rotstück oder sowas, gell? Okay, jetzt müssen wir Mission Impossible machen. Dim, 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 dim. Okay, komm. Sobald der Junge jetzt weg ist. Dim, 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 dim. Jetzt müsst ihr so eine Judo-Rolle machen. Okay, bevor wieder irgendwas alles in sich zusammenbricht, speichere ich mal hier. Ganz radikal und eiskalt noch dazu. Don't turn the power off. Cause tonight I wanna see you in the dark. Und wir zocken schon einen halben Tag. Wie cool. In das Haus müssen wir nicht reingehen. Das ist irrelevant. Genauso wie diese Trainerin, die uns ihre Technik demonstrieren will. Die mich nicht bockt. Whiskas. Komm, Klaus, weg. Ich hab gesagt, Haus weg, Clemens. Danke. Toll, was kannst du eigentlich? Ist ohne Kack. Okay, Hardcore Chillig. Okay, haben wir eigentlich irgendwie was an KP verloren? Warum der Pokédex? Ich sag's dir, ich will doch gucken. Und nicht mit dir. Bip! Yep, erstmal heilen, Hardcore heilen.
Und ich würde sagen, wir können auch reiskalt in die nächste Arena rein chillen. Ich treppte die Rampe runter und türte gegen die Bums, gell? Wartet. Sorry, also ich muss gerade Pause machen. Ja, willkommen im Weideburg. Ja, ich esse wieder nebenbei. Pokémon Center. Ist hier. Hier ist die chillige Safari-Zone, wo wir im nächsten Part reingehen werden. Ich mache den Part früher Schluss. Also, wenn ich weiß, dass das die Arena ist, der kann aufhören, Pokémon zu gucken oder zu zocken. Da ist der Attackenbeibringer, dem du Herzschuppen geben kannst, die du aus dem Untergrund ausgraben kannst. Wenn ich weiß, dass es das ein Pokémon-Markt ist, kann ich von Zug schmeißen. Natürlich nur die Pokémon-Fans, die nicht wissen, dass es das ein Pokémon-Markt ist, gell? Die Anzeige des Tages. 16-jähriger Junge wirft sich zusammen mit seiner Schwester vor den Zug, weil sie nicht wussten, dass der blaue Pokémon-Markt ein Pokémon-Markt ist. Und da geht's weiter zu Route 212, da müssen wir aber noch nicht lang. Unser Ziel ist es, im nächsten Part, ja klar, die Arena. Kein Problem, können wir auch noch rein chillen. Wasser-Pokémon und so. Aber im nächsten Part würde ich sagen, einfach mal so zum Chill-Out und alles, begeben wir uns in die Safari-Zone mal hier rein. Wo es ein bisschen anders ist als in den anderen Safari-Zonen. So, mit den Worten verabschiede ich mich mal hier. Hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Ist erstmal ein Chill wieder für den Anfang wieder. Guten Appetit und haut rein!